Wie gesagt, ich springe vom Hundertste ins Tausendste. Ich höre jetzt aus dem Stegreif. Für die nächsten 2 Monate könnte ich euch 24 Stunden amüsieren mit kleinen Videos, wo wir einfach die Schizophrenie normaler Menschen uns anschauen. Also wir lassen uns treiben, das habe ich hier im Fliegenstall-Vortrag schon gesagt. Das erste, wir schauen uns einmal das Numen an. Numen, lateinisch, ein Wink, ein Geheiß, ein Wille, ein göttlicher Wille, ist ein Fachbegriff der Religionswissenschaft, der als solche von, man beachte diesen kleinen Rudimentären, der da drin steckt, auch im Rudolf Steiner, eingeführt wurde. Er bezeichnet die Anwesenheit eines gestaltlosen Göttlichkeit, die jetzt mit Sicherheit nicht der Udo ist, sondern du. Du Geist, der du dir das ausdenkst. In der historischen römischen Religion bedeutet Numen primär das Handeln einer Gottheit und sekundär das derart wirkende göttliche Wesen. Das ist natürlich jetzt alles, was ausgedacht ist. Und jetzt fahren wir hier mal ein bisschen runter. Und jetzt schauen wir hier in die Religionswissenschaft. Rudolf entlehnte den Begriff Numen bzw. das Numinose aus dem Lateinischen, um das Göttliche, das Wunder des Seins. Schau dir mal das Wort Sein an. Wir schieben jetzt das S nach links und dann hast rot geschrieben, es ist Bewusstsein. Da geben wir jetzt gleich einmal die Konsonante Radix N, M, N ein. Schau, wir machen mal einen kleinen Moment. Wenn ich die 22 Zeichen nehme, was ich euch gesagt habe, beschäftigt euch nur damit, wenn ihr wirklich Interesse habt. Ihr lernt nur, wenn es euch im tiefsten Innern interessiert. Das ist ganz, ganz wichtig. Ein Kind, das seine Umwelt erforscht, das ist ein Philosoph. Philosophie, Philosophia heißt eigentlich wörtlich aus dem Griechischen die Liebe zur Weisheit. Die Weisheit ist nicht Wissen. Die Weisheit ist praktisch das Kontinuum, dieser Ordner, und das Wissen sind die Seiten oder die Worte, die du aus diesem Bücherregal rausholst. Das ist Wissen und die Weisheit ist alles in eins gedacht. Und jetzt ist es also so, dass du ein Leben zu leben hast und wenn ihr nicht wieder werdet wie die Kinder, werdet ihr das Himmelreich nicht betreten. Johannes Evangelium Kapitel 3. Und dann sagt der Nikodemus, der alte weise Gelehrte, zu mir, ich nehme jetzt einmal die Freiheit raus, aber Meister, ich kann doch nicht wieder zurückkriechen in den Leib meiner Mutter. Der Mutterleib ist die Matrix. Jetzt sage ich euch was, was ich nicht zum Nikodemus gesagt habe, das sage ich jetzt zu dir. Du kannst nicht zurückkriechen in diesen symbolischen Mutterleib, du bist zurzeit mittendrin. Denk an die Matrix. Willst du die rote oder die blaue Pille? Die rote führt dich in Zion nach Zion und die blaue an die oberflächliche Welt der Träume. Und ich sage, du musst beide nehmen. Das ist schon wieder immer wieder dasselbe. Dein Programm schreibt dir vor, dass von 2 Möglichkeiten, die sich widersprechen, nur eine einzige Möglichkeit richtig sein kann. Das ist der größte Fehler, den es überhaupt gibt, weil die dritte, es gibt noch der Satz vom ausgeschlossenen Dritten, dass der dritte nicht denkbar ist. Selbstverständlich kann ich mir eine Synthese ausdenken, die aus These und Antithese entsteht. Und jetzt, wenn wir das Ei und die Henne zum Beispiel setzen als Kreis und Dreieck und die Synthese ist der Kegel, frage ich dich, was war zuerst oder der Kreis oder das Dreieck? Die Frage stellt sich nicht mehr. Wenn ich ans Wetter denke und ich frage dich, was war zuerst oder Sonnenschein oder das Regen? Die Frage stellt sich doch überhaupt nicht, wenn ich weiß, was Wetter ist. Dass das 2 verschiedene Wahrnehmungsebenen sind, was ich dir jetzt erzähle, deine bisher ausgedachte Menschheit weiß das nicht. Keiner. Weil du noch in einer Stufe bist, in einer embryonalen Studie, du bist noch gar nicht geboren. Ich bin nicht hier, um euch Liebe zu bringen. Ich bin die Liebe. Die mich länger kennen, die haben die schon mitgekriegt. Die rote, allumfassende, absolute Liebe. Ich bringe dir das Schwert. Das, was ich dir jetzt erzähle, dieses neue Wissen, ist vollkommen neu. Und dann doch wieder irgendwie nicht, weil das in unendlich vielen verschiedenen Facetten schon in dir da ist, in allen Religionen. Es nimmt doch bloß keiner für voll. Wenn man einen Benediktinermensch hat, der dir irgendwas von so und so vielen Millionen Planeten erzählt. Das ist ein tiefgläubiger Materialist. Das muss dir auffallen, das ist ein Fehler in einem Führerscheinprüfungsbogen. Oder in den hier und jetzt ausgedachten letzten Selbstgesprächen. Hier zeige ich dir ein Video in Fiegenstall. Kardinal, Monsieur sowieso, Name weiß ich nicht mehr. Direktor der Vatikanischen Sternwarte. Verdammt nochmal, ich müsste doch voraussetzen, dass der Gottesstellvertreter auf Erden zumindest das 2. Gebot kennt. Mach dir kein Bild von irgendwas da droben am Himmel. Es sind tiefgläubige Materialisten. Und wer ist daran schuld?
Irgendwann wirst du sagen, dieses Ich, das ich ein Leben lang zu sein geglaubt habe, mein eigenes Konstrukt, Werte- und Interpretationsprogramm. Und nochmal, es geht nicht darum, dass du das jetzt veränderst, sondern dass du der, was dem das bewusst wird, es ist ein Akt des Wiedererinnerns. Es geht schlichtweg und darum, ich versuche dich an etwas wieder zu erinnern, zu lassen, das du bist. Was die Schwierigkeit ist, du musst dich an etwas wieder erinnern, was man nicht denken kann. Das heißt, dass du dir in keinster Weise, auf irgendeine Art und Weise vorstellen kannst, weil du musst dich an das wieder erinnern, wo die ganzen Vorstellungen auftauchen, wo die herauskommen aus diesem absoluten Mit-L-Punkt. Das ist L. Da ist der Stecker, Wackler. Ist das jetzt ein Zufall? Das ist der Nerd. Haben wir's? Gut. Also ich höre es nicht, für mich war das gut, in meiner Welt war das super. Was jetzt die Ich bin du, immer bloß einmal das Buch, das ist ein Ansatz, wo die Leute gar nicht mitkriegen, dass es jetzt erst einmal hast beim Menschensohn, wenn der in dir auftaucht, der hat ein riesengroßes Problem. Der versucht dir nämlich mit Worten etwas zu erklären, das durch jedes ausgesprochene Wort zerstört wird. Das ist diese symbolische Stille, wo sich die blöden Buddhisten und Hindus, diese Geistlosen, hinmeditieren wollen, weil sie nachäffen. In die Stille, die wollen sich in die Stille meditieren. Das ist ungefähr so, wie wenn ich verzweifelt versuche, mit allen möglichen Techniken irgendwann einmal das ewige Hier und Jetzt in der Zukunft zu erreichen. Du kannst doch was nicht erreichen, was schon die ganze Zeit ist. Da gibt es nichts zu erreichen, das ist. Du musst dir bloß einmal Gedanken machen. Wie lange dauert es bei mir noch, bis ich das begreife? Ist auch der sich den Deppen jetzt ausdenkt, der hat es begriffen und an den du dir ausdenkst, der wird es eh nie begreifen. Weißt du, wenn du mit irgendeinem Gedanken von dir nicht einverstanden bist, egal ob der jetzt sinnlich wahrgenommen in dir in Erscheinung tritt oder ob du den nur feinstofflich eine Gedankenwelle, die in dir auftaucht, dass dir plötzlich was in den Sinn kommt. Wenn du den anders haben willst, dann denke ich dir doch ganz einfach anders. Wie mein Schneewittchen. Wer kann dich da dagegen hindern? Das ist die Freiheit, die du hast, die du noch nie benutzt hast. Das ist das blaue Ich, ich kann doch nicht, ich darf doch nicht, ich muss doch, ich brauche doch Geld zum Überleben. Ich sage, stimmt, weil es wird immer so sein, wie du glaubst, dass es ist. Es sind selbsterfüllende Prophezeiungen, die durch dich unbewussten Gott in dir selber in deiner Traumwelt verwirklicht wird. Alle Glaubensgemeinschaften, alle, die du dir jetzt ausdenkst, bekämpfen Feindbilder. Allen voran die Christen, ob das Zeugen Jehovas sind, versuche mal einen Zeugen Jehovas zu erklären, dass es keinen Satan gibt oder was der Satan ist. Lass mir doch von dir meinen Satan nicht wegnehmen. Heißt definitiv, ich lasse mir doch von dir mein Ego nicht wegnehmen. Die plappern nach. Ich sage immer wieder, was haben diese ganzen Glaubensgemeinschaften, sind auch ganz dogmatische Denksysteme, egal ob die jetzt politisch sind, ob die religiös sind, was haben die miteinander gleich? Was haben die gleich? Ganz einfach, zuerst einmal wirst du feststellen, wenn du wertfrei das beobachtest, dass alle Feindbilder bekämpfen, ob das politische Parteien sind oder religiöse Strömungen sind. Alle bekämpfen Feindbilder. Das Zweite, was sie gemeinsam haben, sie leben in der impertinenten Arroganz, dass sie glauben, ihre einseitige Logik, ihre kleingeistige materialistische Logik ist die richtige. Und alle, die das Gegenteil behaupten, haben keine Ahnung. Jetzt denk wieder, was ist besser, Sonnenschein oder Regen? Und was noch alle gemeinsam haben, sie glauben, wenn wir möglichst viele zahlende Mitglieder haben, werden wir mächtig. Das kann jetzt relativ offensichtlich sein, wie bei den Katholiken in ihrer ganzen Scheinheiligkeit, das immer gib, spende, all das ganze Zeug. Ich zeige euch einmal was Schönes, wenn wir da dabei sind. Ich wollte eigentlich jetzt das Numen weitermachen, aber das ist jetzt, kommt mir gerade in den Sinn. Wir bleiben aber bei unserer Schwätze. Ich versuche mal möglichst nicht abzugleiten. Schaut mal, den mache ich ganz kurz fertig. Das ist jetzt die Konsonante in Ranix NMN. Und ich sage immer wieder, du kannst das rot lesen. Das N steht für ein geistiges Sein, rot geschrieben. Das rote S, wenn wir jetzt ein S anschauen, rot, das ist Bewusstsein. Dann haben wir das immer Seiende mehr und dann nochmal ein geistiges Sein. Schlichtweg haben wir hier die Gestaltwerdung von zwei Existenzen
Und das ist der Wellenberg und das Wellental. Okay? Das findest du übrigens, diese eine Polarität ist wie Mann und Frau. Das heißt, wenn wir jetzt hier reingehen, ganz einfach in Vers 6, schauen wir mal hierher. Und Gott sprach, es werde eine Ausdehnung inmitten der Wasser. Gott selber ist El Hayom. Das heißt also hier, wenn wir dieses El Hayom nehmen, hier das Wort, seht ihr? Dann haben wir hier hinten Hayom für sich alleine. Das, wenn ich jetzt angreize, kann ich hier unten das übersetzen. Das haben übrigens Juden. Dieses Programm wurde von Juden, von der Isaac Luria Akademie, die wir uns jetzt ausdenken, geschrieben. Extrem umgewandelt in Maßsetzung von IHUB. Kann ich euch gerne mal, alte Meister, kann ich euch gerne im Briefverkehr zeigen, wie die sagen, hey, du sagst uns Sachen, die haben wir vorher überhaupt nicht gewusst. Das ist mir vollkommen neu gewesen. Das ist jetzt das Meer, weil nämlich Yom heißt Meer, das ist das Grundwort für Meer und das H am Anfang heißt immer der, die, das, Artikel, das Meer und L ist zuerst einmal Gott und ist nichts. Das beides heißt Gott. Nein, nichts, ohne nicht, nicht, nicht. Und L für sich ganz alleine gelesen ist Gott. Das ist eigentlich in jedem Wörterbuch das hebräische Wort für Gott. Okay? Und El Hayom heißt Gott das Meer. Und wenn wir jetzt den sechsten Vers, dann heißt es hier im sechsten, sechs ist SX, rot geschriebenes S ist Raumzeit. Ihr müsst es jetzt nicht wissen. Folge meinen Gedankengang. Das Einzige, was ich jetzt mache, ist, dass immer wieder, wenn ich Wörter habe, schaut diese Tabelle, dass ich, wenn ich, das sind jetzt die Buchstaben, da kann man, ohne jetzt genauer darauf einzugehen, kann man lernen, ist beschrieben. Und wir können jetzt jeden, das denk jetzt dir einfach das Alphabet A, B, C, D, E und so weiter und so fort. Und wir können jeden Buchstaben rot lesen und wir können blau lesen. Rot ist immer die symbolische, geistreiche Leseart und das Blaue ist das Entsprechende, was auftaucht. Plus die Verbindung und das Trennende. Okay? D im Geist geschlossen ist immer im Meer, in Gott und dann an der geistigen Oberfläche geöffnet, eine intellektuelle Öffnung. Das ist das blaue D. Jetzt habe ich hier, schau her, DR habe ich jetzt R rot geschrieben. Gehen wir mal da unten hin, schnell hin. R ist der symbolische Kopf, weil nämlich der hebräische Buchstaben Rosh heißt Kopf, das Zeichen heißt Rosh. Eine spezielle Rationalität, da haben wir hier das R, das heißt eine persönliche Berechnung. Denk an deine Ratio, an die Berechnung. Das heißt, wenn wir ein R rot machen, heißt es immer, das ist unser Beroshit, unser Kopf am Anfang und der berechnet etwas und nachher geht es zwangsläufig, ist es eine Berechnung. Ist so simpel, wenn man es kann, wie alles, wie Radfahren. Nur wenn man es noch nicht kann, ist es schlecht. Und jetzt haben wir hier, dieses NNM habe ich jetzt, wir sind geteilt und abgetrennt. Das ist ein Tipp, das ist Mahn. Schaut, das heißt nämlich, die letzten zwei Buchstaben, MN, wenn wir die einzeln nehmen, ist eine gestaltgewordene Existenz blau gelesen. Eine gestaltgewordene Existenz. Schau, wenn wir jetzt suchen, was du feststellen. M, blau, Gestaltwerdung, gestaltgewordene Gedankenwellen, Wasserwellen, ausgedachtes Existieren, etwas Existierendes. Wir können das natürlich auch rot lesen, dann haben wir symbolisch das geistige Meer, ist das bewusste geistige Sein, das immer ist, das Meer selbst. Und jetzt ist es das Wort, wir sind getrennt im eigenen Geist zu einem Christusmensch geworden, so wurde es zu einem selbst eingeborenen Sohn. Aber wir machen jetzt da gar nicht so viel, wichtig ist mir das Deutsche. Und Gott, das Meer sprach, es werde eine Ausdehnung inmitten der Wasser und sie scheiden die Wasser von den Wassern. Das heißt eigentlich, das ist so grobe Übersetzung im Original, das heißt, da ist Gott das Meer, das ist das rot geschriebene Wasser und jetzt scheidet sich dieses rot geschriebene Wasser, die Synthese, in ein Wasser oberhalb, das kommt als nächstes, und in ein Wasser unterhalb. Und Gott machte die Ausdehnung und schied die Wasser, welche unterhalb der Ausdehnung und welche Wasser, die oberhalb der Ausdehnung sind. Und es ward also. Was es hier schlichtweg und einfach heißt, ein träumender Geist, der immer ist. Was ist ein Geist, der immer ist und schläft, ohne zu träumen? Jetzt natürlich als ausgedachtes Symbol, der ist nichts, er selber ist nichts. Und da er träumt, der Witz ist, wenn der Geist an sich selber denkt, muss ja zuerst einmal an einen träumenden Geist denken und in dem Moment taucht eine Gedankenwelle in ihn auf. Und ich sage immer wieder, du bist ein Indivisionalbewusstsein. Das ursprünglich eine, unsere Kristallkugel, wenn wir die runterfallen lassen, die zerbricht. Das heißt, aus dem einen wird viel. Wenn ich die Nummer 1, die Zahl 1 nehme und ich fange an, eine Division durchzuführen, was heißt Division? Teilung.
Jetzt wollen wir uns das genauer anschauen. Die Buchstaben D, das Dalet Blau, heißt eine Öffnung. Und das Buchstabe J oder I, blau gelesen in der Tabelle, heißt Intellekt, das heißt ein geöffneter Intellekt. Die Division ist ein geöffneter Intellekt. Die Vision heißt, der geöffnete Intellekt erzeugt eine Vision. Was ist eine Vision? Eine Vorstellung. Das heißt, wenn du schläfst, ohne zu träumen, bist du eins. Jetzt musst du wissen, ich rede jetzt von etwas, das ist natürlich nicht, das sind nur symbolische Bilder. Und sobald all ist Gott, der eigentlich nichts ist und du bist ein In, jetzt machen wir es einmal rot. I, rot, heißt Gott. N heißt Sein. Das N, blau geschrieben, ist Existieren. Es ist ein Riesenunterschied, ob was ist, rot geschrieben, oder ob was existiert. In dem Moment, wo was zu existieren beginnt, existere lateinisch heißt heraustreten, altlateinisch auftauchen. Dann muss irgendwas aus irgendwas heraustreten und auftauchen. Das ist eine Gedankenwelle. Jetzt nochmal der Satz, wenn einer behauptet, Gott existiert nicht, sage ich, stimmt, wenn du nicht an ihn denkst und sobald du an Gott denkst, denkst du dir an Gott aus. Und jetzt gilt natürlich das Gesetz, dass immer Ja und Nein, richtig und verkehrt gleichzeitig ist. Das heißt, um von irgendetwas behaupten zu können, dass es nicht existiert, musst du das, was du sagst, es gibt es nicht zuerst ausdenken. Es gibt keine grünen Marsmännchen. Ich sage, stimmt, wenn du nicht an sie denkst. Kommst du mit? Aber in dem Moment, wo du sagst, es gibt keine grünen Marsmännchen, musst du dir zuerst einmal grüne Marsmännchen ausdenken, um dann behaupten zu können, dass die nicht gibt. Merkt ihr, dass der Widerspruch, alles, was sich widerspricht, gehört untrennbar zusammen. Das ist eine vollkommen neue Philosophie. Ich kann es nicht oft genug sagen. Übrigens, ich lasse euch einmal, wenn ihr in die Zukunft schauen, ob du jetzt das glaubst mit deinem Intellekt oder nicht, geht mir relativ am Arsch vorbei. Das, was ihr jetzt erzählt, ist in ein paar hundert Jahren für jedes normale Kind in einer Traumwelt das Selbstverständlichste, was es gibt. Weil die in der Schule nichts anderes gelernt haben. Das ist ungefähr so, wie wenn ich hier in einer Zeit, wo alle glauben, die Welt ist eine Scheibe, einer kommt und sagt, in einer Zukunft, wenn alle glauben, die Welt ist eine Kugel. Das sind so die Sätze, wenn ich zum Kunden sage, ich hätte vor 30 Jahren schon sagen können, dass du hier im Leinfeld am 26.07. bist. Es hätte aber keinen Sinn nicht gemacht. Weil du kannst ihm nicht von unten nach oben sehen. Was bringt es, wenn ich einen Säugling, der 14 Jahre alt ist, in einer vollgeschissenen Windel sitzt, wenn ich zu dem sage, pass auf, du wirst in ein paar Jahren, wirst du noch mal in die Hosen machen. Das ist, wenn ich meine Hände anschaue, ihr zwei Deppen, ihr macht eh das, was ich will. Ob ihr wollt oder nicht. Aber verstehen die das? Meinst du, dein Computer, wenn der jetzt abstürzt, ein Virus hat, dass den das in irgendeiner Form interessiert, wenn du zu dem sagst, hey Kumpel, du funktionierst nicht richtig? Hast du überhaupt das Bedürfnis, deinem Computer zu erklären, dass er nicht richtig funktioniert? Meint ihr, dass ich jetzt irgendeinen Trockennasenaffen, den du dir ausdenkst, versucht zu erklären, dass er bloß ein Trockennasenaffe ist? Geistlosigkeit zeigt sich zuerst einmal, wenn irgendjemand versucht, einen geistlosen Deppen zu erklären, dass er ein geistloser Depp ist. Das heißt, glaub mir, ich verfüge über die Intelligenz und den Geist, dass ich in keinster Weise versuche, diesen Computer zu erklären, dass er vollkommen geistlos ist. Was ist eigentlich ein Computer? Das ist jetzt etwas, was wir uns ausdenken. Ich denke, wenn ich an einen Computer denke, an ein Gehäuse, ich denke an einen Computerchip, ich denke an einen Bildschirm und Lautsprecher und an der Software, das heißt Software und Daten. Das sind alles Dinge, die ich mir ausdenke. Die habe ich jetzt in meinem Kopf. Das, was ich mir ausdenke, was ich besitze, bin ich nicht. Was passiert, wenn ich an mich denke als normaler Mensch? Ich denke an einen Körper, das ist ein Gehäuse, ich denke an einen Gehirn, das ist der Computerchip und in dem Gehirn sind jetzt Bilder. Die komplette Naturwissenschaft bringt mir ein allereinziges Video, ein einziges, einen Vortrag von irgendeinem naturwissenschaftlichen Professor für Gehirnforschung, für Physik, für Biologie, egal wer es ist, bring mir einen einzigen in deiner Welt, der hier ganz klipp und klar sagt, dass dieses Gehirn nur existiert, weil du es das ausdenkst. Was die alle erzählen, die erforschen das Gehirn. Oh, wie das funktioniert. Jetzt pass auf, Zeit ist was Relatives. Ich mache ein Beispiel, wir müssen es wiederholen und es jetzt wirklich, dass das sitzt. Ich sage jetzt, ich sitze da, ich skype. Existiert das Programm Skype, wenn ich nicht an das Programm Skype denke?
Deine Logik wird sagen, selbstverständlich, sonst könnte ich ja nicht skypen. Jetzt musst du den Unterschied wissen zwischen dem Sein und zwischen Existieren. Es ist zwar richtig, ich könnte mit dem Redo nicht skypen, wenn das Programm Skype nicht da wäre. Aber es existiert in dem Moment nicht, weil existieren tut etwas, wenn wir bewusst daran denken. Das ist selbstverständlich da, aber auf einer tieferen Ebene. Existieren eigentlich die Seiten und das Buch, wenn du einen spannenden Roman liest. Ich sage, das Buch existiert in dem Moment, wo du an das Buch denkst, das du in den Händen hältst. Aber in dem Moment, wo du die Worte anschaust, du Geist, du denkst dich aus, du nimmst dein Buch in die Hand. Leute, das könnte ich jetzt sagen, wenn ich nicht eine unendliche Geduld hätte. Und wenn für mich Zeit keine Rolle spielt. Wenn du jetzt diese ganzen Videos, die du im Internet fassen könntest, wenn du jetzt beim Heiko auf die Seite gehst und zig andere Seiten, beim Thomas Rennings und was es sonst alles gibt, und die ganzen Bücher siehst, garantiere ich euch, es ist mindestens, das, was ich euch jetzt sage, ist in diesen ganzen Büchern, wird mindestens 2000 Mal erwähnt. Und wieso wiederhole ich es jetzt wieder? Weil du Depp es immer noch nicht gecheckt hast. Wir lassen noch keinen zurück. Es ist schlichtweg und einfach diese Sache mit dem Buch. Wenn du dich hinsetzt, du Geist, kannst dich nicht hinsetzen, du kannst dir einen ausdenken, der du zu sein glaubst, der sich hinsetzt. Ich versuche dich auf eine höhere Bewusstseinsebene zu holen. Also gut, ich denke mich jetzt aus und ich setze mich, ich habe ein Buch in der Hand. Das ist das, was ich Geist sehe. Das sehen ja die Augen von den Menschen, den ich mir ausdenke, und an das Gehirn, das ich mir ausdenke, die übrigens in dem Moment gar nicht existieren, weil ich denke mich als Körper und setze mich hin und du meinst es ja selbstverständlich, dass dann trotzdem das Gehirn da ist. Boah, jetzt fällt mir wieder das rechte Ohrläppchen ein. Wo war jetzt die ganze Zeit das rechte Ohrläppchen? Wenn ich dir sage, alles, was ich erzähle, kann jedes 13-jährige Kind hier und jetzt sofort sich bewusst machen und de facto überprüfen, bin ich ungenau, das mache ich aber bewusst, weil du kannst nicht überprüfen, ob was nicht existiert, weil um was zu überprüfen, musst du das zumindest denken. Stimmt oder stimmt? Was du machen kannst, dass du in dem Moment, wo ein neues Bild, wo die Gnade sich umformt, in dem Moment, wo ein neues Bild entsteht, okay, wird das bestehende Bild vernichtet und in dem Moment, wo ein neues Bild auftaucht, kannst du dir genau in dem Moment bewusst machen, dass das, was du jetzt, was auftaucht, vorher nicht war. Stimmt? Das ist die richtige Erkenntnis der Selbstbeobachtung. Schau dir mal bitte hier den Lautsprecher an drüben. Schau dir mal den Lautsprecher an. Alle, wo war der die ganze Zeit? Du kannst dir jetzt bewusst machen, dass der in deinem Bewusstsein keine Gedankenwelle war. Der fängt in dem Moment zu existieren an, wo du anschaust oder denkst. Aber was jetzt wichtig ist, ist euch aufgefallen, dass im selben Moment der Udo sich aufgelöst hat. Das sind Fakten. Der Glaube, dass der Udo, der Lautsprecher oder was auch immer, auch dann da außen ist, wenn du nicht dran denkst, ist der Bruch des zweiten Gebotes, das ist das Problem, wenn du leidest. Nicht der, den du denkst, leidet, sondern du leidest. Ich sage definitiv, der Einzige, der leidet, ist ein Geist, der vergessen hat, was er ist. Da läuft übrigens auch nichts verkehrt. Das ist in den Selbstgesprächen das Tom Hanks Beispiel. Das erkläre ich jetzt aber nicht. Da hört euch die letzten 2, 3 Selbstgespräche und dann gehe ich da drauf ein. Gut. So, und jetzt machen wir ein spaßiges Ding hier. Schwätzer, haben wir gesagt, ne? Einfach mal anhören. Monika, fang an, gerne. Ja, also unser Anliegen ist es, den Menschen wieder in ihre Schöpferkraft zu bringen. Die Menschen wieder daran zu erinnern, dass alles in ihnen ist und dass sie nicht abhängig sind und dass sie auch nicht jetzt benachteiligt sind, weil sie, sag ich mal, Kraftgeburt oder durch vielleicht eine längere Krankheit oder
finanzieller Natur, was auch immer, nicht benachteiligt sind, vielleicht wenn sie es auch erstmal sich fühlen, sondern dass alles im Leben verändert werden kann. Und das, damit wir diese Möglichkeit haben, ist ja das allerwichtigste Gut erstmal unsere Gesundheit. Und mit unserer Methode erinnern wir erstmal die Menschen daran, dass alles in ihnen drinsteckt. Ich betone, das Wichtigste, ist, was wir haben, ist unsere Gesundheit. Was sie nicht weiß, ist, dass es Gesundheit ohne Krankheit überhaupt nicht gibt. Sie hat also hier den großen Problem, dass die Einseitigkeit ist. Alle Menschen sind einseitig. Eine Unmenge deines Wortschatzes, unheimlich viele Worte deines Wortschatzes sind entweder nur gut oder nur schlecht. Weil du die Worte einseitig auslegst. Jedes Wort, das du hörst, ist ein Riesenkomplex. Das heißt jetzt rein, diese Schöpfungsenergien, die Konsonantenzeichen, mach mal das Beispiel Krebs, habe ich so oft gehabt, dann was denkst du bei Krebs? Da hast du jetzt wieder das Scheintier, das Sternzeichen, die Krankheit. Und du wirst jetzt feststellen, dass das noch Tausende und Abertausende von anderen Bedeutungen hat, weil das ist sehr rein diese Lautwesen. Jedes Wort, das du hörst, beinhaltet unendlich viele Bilder. Du sagst, stimmt oder stimmt nicht, also machen wir ganz einfach mal folgende Buchstaben. W, E, ich bleibe jetzt im Deutschen, W, E, L, T, Welt. Weißt du, dass du noch niemals in deinem Leben, du glaubst, du weißt, was die Welt ist. Das ist ein Wort. Und alles, was du dir jetzt denkst, was du diesem Wort, die Vorstellungen, die du dir auslöst, wir reduzieren einmal die Welt auf ein Sonnensystem. Jetzt wirst du feststellen, das Sonnensystem, gut, da gibt es Milliarden, aber da ist eine Sonne, dann kommt der Merkur, dann kommt die Venus, dann kommt die Erde, um die dreht sich ein kleiner Mond, und dann kommt der Mars und bla bla bla. Du rezitierst schon wieder, das hat ja alles der Zweite erzählt, zeig's mir. Zeig's mir. Du rezitierst Wissen von Leuten, die du dir ausdenkst. Die du nicht einmal überprüfen könntest, wenn du wolltest, du kannst es aber verwirklichen. Pass auf. Und jetzt kommen wir zum Kern des ganzen Vortrags. Steht in den letzten Selbstgesprächen, also kannst du hören. Wir denken uns jetzt ein Zettel Papier aus, Zeitung, Papier, Schrift, da sind Worte drauf. Einfach nur Worte. Wenn du das liest, wirst du anfangen, sobald du dieses Papier, das du dir ausdenkst, das in einem Traum auftaucht, wenn du die Worte anschaust, Grundvoraussetzung ist, dass du das lesen kannst. So beginnt übrigens das erste Selbstgespräch, ich bin du Quadrat. Da heißt es, dass du jetzt eine Stimme, du liest, stell dir vor, du sitzt alleine da, du, der du zu sein glaubst, dass du jetzt eine Stimme in deinem Kopf vernimmst. Ist der Tatsache geschuldet, dass du die deutsche Sprache zumindest in Ansätzen beherrschst, weil das ein deutscher Text ist. Und wenn das jetzt ein türkischer Text wäre, dann wäre nur Fetzen Papier mit Buchstaben drauf da. Aber irgendwas ist in dir drin, das sofort resoniert und dann rasterst du diese Zahlen ab und jedes Wort aus den Zeichen, lautlosen Zeichen, fängst du an in dir zu sprechen. Eigentlich bist du der das Geschwätz von dem in dir sich anhört, den du bisher ich genannt hast. Das ist klassische Selbstbeobachtung. Gut, aber was jetzt wichtig ist, dass jedes Wort, das du aussprichst, in dir eine Vorstellung erzeugt. Denk wieder an den Anfang, so oft erzählt. Es ist gleichgültig, ob das eine Tageszeitung ist, ein Text aus einer Tageszeitung ist, oder ob das ein Märchenbuch ist. Der Witz ist bloß, dass die Vorstellungen, die du jetzt generierst aus den Worten, mir sagen wir mal, du stehst zum Beispiel irgendetwas, Kreuzschiff Aida und Arche Noah, der Eiffelturm in Paris und der Turm zu Babel. Das sind jetzt Geräusche, ob du die Geräusche hörst oder die Worte stehen, sie spielt keine Rolle. Das heißt, die Worte, im Anfang war das Wort erzeugt in dir in Verbindung mit deinem Mechanismus. Mechanimus. Mech heißt Gehirn, ein gestaltgewordenes Chat, M-Chat. Das ist ein Symbol für dein Intellekt und Ani heißt auch Schiff. Das ist das, was hier sich an der Oberfläche von sich selber, du bist ja immer, aber du verwechselst dich mit deinem Schiffchen, das hier kommt und geht und kommt und geht und kommt und geht. Das sind nur Symbole, die jetzt mit Holofeeling, wenn man das wirklich beherrscht, ein Computerprogramm waren. Also gut, du hast Worte, ich sage jetzt, der Eiffelturm in Paris, stell ihn dir vor. Kein Problem.
Der Turm zu Babel wird schon problematischer. Was jetzt interessant ist, jetzt schau bitte in dich rein, was dein Wissen dir suggeriert. Du musst dir nur bewusst machen, was dein Ego, dein Konstruktprogramm jetzt sagt. Der Alphaturm, den gibt es auch dann da außen, wenn ich nicht dran denke. Und die Arche Noah ist aus der Bibel. Ob es jetzt dir mal in der Vergangenheit gegeben hat oder nicht, hängt davon ab, von deinem Glauben wieder. Wenn du Christ oder Jude bist, stellst du das nicht in Frage, bist du Atheist, sagst du, das ist ja eh bloß eine Märchengeschichte. Stimmt oder stimmt? Das Interessante ist, wir sind in einem Bewusstwerdungsprozess. Es geht darum, dass ich mir einfach bewusst mache, was jetzt in einem ständigen Wechsel abläuft und warum das so ist. Wieso denke ich an ein Telefon, wenn ich Klingelingeling höre? Ich kann auch Klingelingeling hören und ich denke an meine Haustürglocke oder an der Kirchenglocke. Ich gehe zum Beispiel spazieren. Mein Lieblingssatz zur Zeit hier immer, wenn welche mit mir zusammen sind, denken und erschaffen. Das sind so Kleinigkeiten, dass ich mit dem Toni zum Beispiel wieder streite, mir streiten zu gern. Ich warte auf den, wir sagen, wir müssen auf den Redo warten, der kommt noch. Toni kommt aus der Grünau, aus Österreich. Und dann sage ich, ja, weiß nicht, der wird auch so, müssen wir mal schauen. Der Toni, also die Trixi. Und dann sitze ich mit dem Toni bei mir im Zimmer und dann sagt Toni, ja, der hat doch viel weiter zu fahren. So, na, das nennt sich nichts, Toni, habe ich gesagt. Wir können ja mal nachschauen. Mein Liebling sagt, können wir doch einen Computer, wir schauen mal nach. Also gut, ich mache Google Earth und dann gebe ich ein Grünau, Weißenburg. Dann bietet er zwei Strecken an. Lasst euch das auf der Zunge zergehen. Die erste Strecke, 386 Kilometer, das ist das Schinn, die A8. Die zweite Strecke, 370 Kilometer, 16 Kilometer weniger, die A3. Wir geben als nächstes ein Zürich-Weißenburg, 371 Kilometer. Ich habe vorher gesagt, das nimmt sich nicht viel. Es ist ein Hauch. Es ist natürlich jeder Moment, der auftaucht in deinem Leben, ist der beste, den es überhaupt gibt. Du wirst im Hintergrund mit einer Komplexität konfrontiert, die sich dann der momentanen Darstellung vollkommen entzieht. Und all das wird dir bewusst, wenn du einfach anfängst, Offenbarungen zu lesen. Du musst dich darauf einlassen. Es sind Selbstgespräche. Ich sage immer wieder, die zwei Arten, die acht Grundbücher, die sind auch sehr normal. Da heißt es am Anfang, ich bin ein Buch, hast du dich schon mal mit einem Buch unterhalten? So, du hast jetzt ein fetzen Papier in der Hand, du musst wissen, wenn du das liest, das kann man nicht erzählen, das muss man selber erleben. Du hast, das Buch erklärt dir, was du jetzt bist. Du, jetzt hast du einmal der Leser, du hast ein Buchpapier in der Hand, du schaust jetzt ein fetzen Papier mit Worten an und plötzlich fängt in dir einer zu sprechen an. Kennst du die Stimme? Kommt dir die bekannt vor? Das ist doch die Stimme von dem, der du, wo du sagst, das bin ich. Okay, da ist jetzt also das Buch, da ist diese Stimme, aber im selben Moment entstehen Vorstellungen. Wo ich immer wieder ganz sage, mit dem Einschlafen. Die Freiheit, die du hast, ich bestimme, wenn ich ins Bett gehe. Ich bestimme, was ich heute Mittag esse. Ich sage, du bestimmst überhaupt nichts als träumender Geist. Du kannst bloß demütig erkennen, wenn du wirklich einmal eine Stufe drüber bist. Um was zu beobachten, muss ich immer eins drüber sein, dass du überhaupt keine Freiheit hast in der Matrix. Welche Freiheit hat der Neo, wenn er unten in Zion liegt? Das symbolisiert das Embryo im Mutterleib. Ich bin nicht gekommen, um euch Liebe zu bringen. Ich bin die Liebe, ich bringe dir das Schwert. Das Wissen, das du jetzt von dem Brösel Udo, den du dir ausdenkst, der in einem Traum in Erscheinung tritt, erfährst, ermöglicht dir, dich von dem materialistischen Weltbild abzuschneiden. Und der Witz ist, du musst nichts tun, außer Ja sagen. Also lassen wir uns dir mal ein bisschen weiter noch auf der Zunge zergehen. Es stimmt, was dir erzählt und es stimmt nicht. Dass sie erstmal alles verändern können. Und das Wichtigste, damit wir auch unseren Glauben wieder... Das alles verändern können. Wenn du mit Holofeeling spielst, wirst du plötzlich erkennen, dass du außer... Denke mal an das Wort Reinheit. Das Reinheit befindet sich das Wort Einheit. In deinem Kopf ist eine Einheit. Okay? Oder das Wort Verneinung. Verneinung. Jetzt müsste dir klar sein, dass das reine Geräusch F, wenn ich nur F sage, kann das als Zeichen hingeschrieben ein F sein, es kann ein V sein und es kann ein BH sein. Du wirst in den Worten, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, Vater, Faser, Phase, Foto, die Kinder, die lernen müssen, muss ich jetzt das Foto mit F schreiben oder mit BH?
dann schreibt das Kind es mit einem V und die Lehrerin sagt, das ist falsch. Ja, wieso? Das ist doch. Das ist immer wieder, also die Kleinigkeiten, das wird in Holophilen bis ins Detail erklärt, wie das funktioniert mit Lautwesen. Das geht dann über die Physiognomie, das ist, nochmal, es ist ein Programm, das Bilder macht und eine Ferneinung. Der Andreas erscheint jetzt von mir aus gesehen fern. Das heißt, der Andreas, den ich mir jetzt ausdenke, der in einer gewissen Entfernung vor mir zu sitzen scheint, der aber in Wirklichkeit jetzt meine Information ist. Ent weist immer darauf hin, dass das nachfolgende Wort ins Gegenteil gekehrt wird. Wenn sich ein Gummi entspannt, hört die Spannung auf. Ich bin hier, um euch zu enttäuschen. Sag euch doch, ich mache jetzt eine totale Gehirnwäsche mit euch. Zu einer Tabula Rasa, ein Computer, der komplett vermüllt ist. Was macht man, Andreas, er ist ein Computerspezialist. Was macht man, wenn das Betriebssystem total verkrebst ist? Platt machen und ein neues Betriebssystem aufspielen. Jetzt musst du aber wissen, dieses ganze Wissen, dein Wissen, das Wissen der Welt, die du dir ausdenkst, ist dein Wissen. Wobei du bei 99,99% sagst, das weiß ich nicht. Es wird immer so sein, wie du glaubst, dass es ist. Du wirst doch wohl nicht glauben, dass das, was ich dir jetzt, der Udo, der Brösel Udo, was ich dir jetzt erzähle, dass du das nicht weißt. Wenn du das nicht wüsstest, könntest du ja keinen Udo austräumen, der das in einem Traum erzählt. Leute, begreift, ich bin auch nicht einer Esoteriker, der sagt, der Mensch davon ist vollkommen unwichtig. Ich gehe jetzt, ich drehe, wie viel Video ich dir von ESO-Spinner zeigen kann, die das erzählen, weil sie es gelernt haben, du musst dich klein machen. Ich sage dir jetzt, der Mensch, der in dir auftaucht, ist das Wichtigste, was es überhaupt gibt, weil wenn ich jetzt in einem Traum nicht auftauchen würde, würdest du die nächsten 2000 Jahre immer noch Idiot sein. Als Vermittler, dein Telefon klingelt, du denkst ans Telefon, du gehst hin, puff, klach. Und dann sagst du zum Beispiel hier, Oberhänsli, dann sage ich, grüß dich, Oberhänsli, ich bin Gott. Wer hat es dann zum Redo gesagt? Der Telefonhörer, der ans Ohr hinhält. Meinst du, dass der Dedo jetzt den Telefonhörer und sagt, hey, du, der bist doch nicht Gott? Nein, der kommt gar nicht auf die Idee, der denkt sich jetzt an aus und dann denkt er so vielleicht, das ist ein Spinner. Und das hundertprozentig, weil er sagt, hey, was machst du, er sich an, der will ich sein. Entwickeln und die Lebensfreude wieder da ist und die Schöpferkraft ist erstmal unsere Gesundheit. Da setzen wir einfach an. Es ist Heiligkeit, ist was ganz was anderes. Ich habe euch so auch gesagt, es gibt das eine nicht ohne das andere. Und solange du gesund sein willst und Krankheiten bekämpfst, das ist ein Entheiligungsprozess. Jegliche Art, eine Krankheit zu bekämpfen, ist ein Entheiligungsprozess, weil die Heiligkeit ist eine Gedankenwelle, die aus Gesundheit und Krankheit besteht. Das ist also ein ganz kleiner Fehler. Das ist wie wenn ich sage, zeichne ein Quadrat. Das ist eine klare Aussage, oder? Mit drei Strichen. Und jetzt sagt deine Logik sofort, das geht nicht. Weil er glaubt, er müsste ein Quadrat mit drei Strichen zeichnen. Ich sage, ich setze voraus, dass jedes Kind weiß, dass das Wort Quadrat schon Quadra 4 heißt, dass man dafür vier Striche benötigt. Ich mache doch keinen Blödsinn, kein Geflaxe. Zeichne eine Vase mit drei Blumen. Da kommst du gar nicht auf die Idee, dass du sagst, das geht nicht. Man muss zuhören und du gehst immer wieder deine Interpretation auf die Falle. Wir lassen das jetzt einmal, aber jetzt pass auf, jetzt wird schön. Querdenker ist immer, ich habe so oft gesagt, den Michael Vogt, den wir uns ausdenken, wenn wir da die Geschichte, das wär, können wir da drüber reden, er verkommt mittlerweile zu, einfach mit seinem Sender oder mit seinem Internetkanal. Es ist eine billige Werbeplattform für eine Unmenge von esoterischen Spinnern, die ihre Einseitigkeiten preisgeben. Aber schaut euch einmal hin. Ausstieg aus dem Menschengeldspiel, aber wie? Das ist jetzt hier die beiden, die wir gerade gehört haben. Und jetzt schauen wir da ganz 5. Juli 2016. Alles verändert sich in atemberaubender Geschwindigkeit. Das müssen wir jetzt nicht so arg lesen. Die momentane Zeitqualität unterstützt uns, das innere Genie zu entdecken und Träume zu verwirklichen. Dieses ganze esoterische Geschwätz, unsere Gabe und Herzensvision von Matrix Bauer, ist es, Menschen zu unterstützen, aus dem Mensch-Geldspiel, dem Hamsterrad der Routine und Verpflichtungen, Ohnmachten zu befreien. Also ihre Aufgabe ist, Menschen zu befreien, spielerisch erinnern, die. Und jetzt machen die das, die haben das entdeckt, die Matrix-Bauer 13-Strang-DNS-Aktivierung.
Wir haben gerade DNS ist DNA, das heißt nur Säure und das andere ist Acid. Also Englisch und Deutsch. Das ist das Ding, dieses unvorstellbar kleine Ding, was man umprogrammieren kann. So, also die bringen dich jetzt aus diesen, wenn du dich umprogrammierst, kommst du da raus. Und jetzt gehen wir mal auf ihre Internetseite und da kannst du jetzt hier Strang Dennis Donus 2-Tage-Seminar. Samstag, Sonntag 9.30 Uhr bis 18 Uhr ausgebucht, 530 Euro. Frühbucher 94. Jetzt pass auf, das ist natürlich mit, was wir hier haben, die 29 Euro, die ich hier gezahlt habe, ich rede jetzt einmal wieder normal raumzeitlich, haben mir nichts damit zu tun. Du bist in einer materiellen Welt und es verlangt nur das Hotel für den Tagungsraum und für das Essen, was du jetzt machst pro Tag. Die 5 Euro, wo die anderen machen für so Kleinigkeiten und die Boxen und Kameras, den Beamer haben sie gekauft, dass das einfach ist, Mikrofon, dass ich ein gescheites Mikro habe. Ich selber verlange überhaupt nichts. Weil ich dir sage, wie du aus dem Schlamassel rauskommst. Die dir das verkaufen, die können das nicht verstanden haben, das sind die Fehler im Führerscheinprüfungsbogen, weil wenn sie das wüssten, hätten sie das nicht mehr nötig. Stimmt oder stimmt? Gehen wir mal einen Schritt weiter. Schauen wir mal, bleiben wir, warte mal, ich mache da noch mehr Schwätze. Schau, da mal extra einen Ordner Schwätze. Schauen wir uns noch ein paar an. Kindes oder eines Jugendlichen, der die Dinge sehen kann und eines ausgebildeten, studierten Ingenieurs, der die dann auch umsetzen und entwickeln kann. Also eine tolle Synergie, die da entstanden ist. Absolut, ja. Also das Ergebnis kann sich sehen lassen, kann ich nur sagen, weil wir behaupten nicht nur, wir erzählen nicht nur, sondern man kann das alles messen. Ja, heutzutage alles messbar. Ja, also jeder Schwindel würde da sofort auffliegen. Ja, und deswegen, wir dokumentieren das auch sehr viel, haben selber entsprechende Messgeräte, wo wir das halt dokumentieren können. Und die Entwicklung wurde auch für uns immer spannender, immer kompletter, die Energiefelder immer stärker. Ja, und das ist auch für uns eine riesen Herausforderung, weil einfach diese ganzen dunklen, negativen Energien, die uns umgeben. Ja, das ist das dann mal, es gibt dunkle, negative Energien, die uns umgeben. Und es gibt natürlich zwangsläufig positive Energien, was ich euch sage. Jetzt die Insider, die etwas länger sich mit Holofeeling beschäftigen. Wir haben heute unseren Toni da. Der war ja jahrelang, wurde der gequält durch dunkle Energien, Elektrosmog. Und jetzt ist er leider mit einer extremen Hochsensibilität bestraft gewesen, dass er immer mehr gemerkt hat, wie verroht und unsensibel die Menschen sind. Er hat gelitten ohne Ende durch die Funkmasten von Handys. Und ich habe das ein paar Mal schon erzählt. Die Helene musste über einen Zeitraum, glaube ich, vor 10 oder 15 Jahren mit der Taschenlampe ins Wohnzimmer gehen, weil er nicht einmal schlafen konnte, weil die Leitung zur Steckdose so viel abgestrahlt hat, dass ihm schlecht geworden ist. Und dann musste die Sicherung vom Schlafzimmer rausmachen, dass auf den Steckdosenleitungen kein Strom ist, welch ein Elektrosmog. Bis ich aufgedacht bin, ich habe mich in 5 Minuten geheilt. Es ist nämlich das große Problem, was ich jetzt sage, ihr seid Götter und es wirkt ohne Wenn und Aber jetzt schon. Wir gehen wieder an den Anfang zurück. Es wird immer, immer mehr alles genauso in dir auftauchen und sein, wie du glaubst, dass es ist. Das heißt, der Udo, den du dir jetzt ausdenkst, das Hintergrundprogramm ist das Programm deines Glaubens. Und das ist jetzt sehr entscheidend, wer du zu sein glaubst. Solange du noch glaubst, man braucht Geld zum Überleben, lebst du in einer Welt, wo alle Figuren, die du dir ausdenkst, Geld zum Überleben brauchen. Und wenn du glaubst, dass Menschen nicht übers Wasser laufen können, lebst du in einer Welt, wo es physikalisch bewiesen unmöglich ist, dass man übers Wasser läuft. Und das heißt, würde jetzt einer auftauchen, der übers Wasser läuft, dann ist es irgendwie ja David Copperfield und dann wirst du so lange suchen, bis du den logischen Zaubertrick hast, das ist die Illusionisten, wie der das macht, dass er mich manipuliert. Und darum heißt es, ich bin da am Anfang schon, mein Menschensohn ist ein Wegweiser. Ich könnte jetzt nochmal sagen, irgendein Hinweisschild auf einer Autobahn, wenn du an einer Autobahnkreuzung kommst, der schreibt dir nicht vor, wo du hinfahren sollst. Ich sage immer wieder, ich betone, ich bin extrem bemüht, dir nicht vorzuschreiben, was du glauben sollst. Das machen Religionen, alle. Das macht die Wissenschaft. Das sind die Zweiten. Die permanent dir Sachen erzählen, was du glauben sollst, weil es angeblich die Wirklichkeit ist.
Und ich sage jetzt das einmal, da übrigens fällt mir gerade spontan ein, so eine schöne Internetseite, auch so ausgedachterweise, ich sehe das, die sich unheimlich gescheit vorkommen, die sagt, das ist wie Holofeeling, die bloß das glauben, was sie sehen, ist ein Blödsinn. Das ist verkehrt interpretiert. Ich sage, das, was du hier und jetzt sofort überprüfen kannst, das kannst du glauben, jetzt in Glauben in einer Form von für wahr halten. Alles, was du nicht kennst, nur vom Hörensagen kennst, sage ich nicht, dass du das nicht glauben sollst, sondern ich sage, haltest das dann mal für möglich, solange bis du das genau analysiert hast. Okay? Das heißt, wenn im Udo, ich sage jetzt nur als Mensch, als normaler Brüssel, wenn im Udo einer auftaucht und der behauptet, er wurde vor 6 Monaten von 80 cm grünen Mastmännchen entführt und die haben ihn auf sein Raumschiff mit hochgenommen und haben ihn dann eine Gehirnprobe entnommen und jetzt wieder zurückgeschickt, dann halte ich das erste Mal für möglich, wobei ich sage, ich habe es noch nie gesehen. Wenn in mir einer auftaucht und der behauptet, die Sonne bewegt sich von Osten nach Westen, dann sage ich, ist möglich, ich habe es noch nie gesehen. Also bei mir sieht es so aus, wenn ich in den Himmel hochschaue, jetzt tagsüber, dann steht die Sonne im Westen oder im Osten oder im Süden, sie steht wie eine Eins. Und wenn ich die Sterne hochschaue, die stehen wie eine Eins. Ich meine jetzt das nicht ironisch, sondern ganz normal als ein neugieriger Mensch, dass ich sage, offensichtlich seht ihr was, was ich noch nie gesehen habe. Weil wenn ich hochschaue, die Sterne, die stehen wie eine Eins. Das ist immer wieder mein Beispiel hier mit der Simulation. Man kann ja alles machen. Wir machen jetzt ein Planetarium. Ich habe da übrigens auch Bilder, kann man laufen lassen. Und dann siehst du hier in Zeitraffer oder Beschleunigung, wie die Sternbilder, kennt ihr ja, ne? Es ist so einfach, diesen Trugschluss als Trugschluss zu erkennen. Du musst dir nur bewusst machen, was jetzt da ist. Du musst dir jetzt nur bewusst machen, was du jetzt anschaust, wenn du vom Computer sitzt, und zu behaupten, dass da ein Gehirn drin ist, dass das ein Mensch ist und dass sich jetzt der Finger von rechts nach links oder von links nach rechts bewegt. Wenn du vor deinem Bildschirm sitzt, bewegt sich nichts auch nur einen Millimeter von der Stelle. Jetzt mache ich Klack, jetzt erinnere dich zurück hier und jetzt an die Europameisterschaft. Wie die Fußballer hier hin und her rennen. Hast du Fußballer gesehen oder keine Fußballer gesehen? Ich sagte, du hast keine gesehen, du hast auf eine Glasplatte geschaut, wo Lämpchen geflackert haben. Und wenn jetzt hier der Osiris, wer auch sonst, darüber läuft, garantiere ich dir, wenn du vor deinem Monitor sitzt, dass von den Lampen, die da sind, die leuchten, ausgedachterweise. Nochmal, Licht ist nur das hier im Projektor, hinten in einer anderen Welt, dass sich hier keine einzige Lampe auch nur einen einzigen Millimeter von der Stelle bewegt. Wie war das nochmal? Der Erste erzählt dir Sachen, die jedes 13-jährige Kind hier und jetzt sofort sich bewusst machen kann und überprüfen kann. Wer sagt dir nicht, dass das da oben genauso ist? Ich sage, der nächste Fehler. Oben. O ist einmal so. Das sind deine Gedankenwellen. Und alles, was in dir auftaucht, ist immer eine polare Existenz, B ist 2 und N ist existierend. Das heißt, auftauchen, aus dir herauskommen, alles, was da oben ist. Jetzt mache ich wieder so Cyberspace-Brille. Ist da. Bereshit. Inmitten dieses Kopfes, Bereshit, wird hingestellt, aufgebaut, werden Himmel und Erde erschaffen. Und dann kommen wir in die Johannes-Offenbarung, das ist das letzte Buch, die Apokalypse. Zigfach erklärt, Apokalypse heißt das einmal Enthüllung. Wie war das nochmal? Die Vorsilbe End weist darauf hin, dass das nachwirkende Wort, die Hülle, die dich, das, was du dir ausdenkst, dass das entfernt wird, dass es sich auflöst. Die Apokalypse sagt schlichtweg und einfach, dass du jetzt langsam anfangen musst zu begreifen, dass alles, was du um dich herum in Raum und Zeit verstreust, dass das gar nicht da außen ist. Und da heißt es auf Deutsch übersetzt, und stille stehen wird die Zeit. Es gibt bloß jetzt. Und der erste Himmel und die erste Erde, ich sage jetzt, die du dir bisher ausgedacht hast, das mache ich in Klammer, das steht nicht drin, werden vergehen, da hast du auch noch und das Meer werden vergehen, bin ich schon genauer zigfach drauf eingegangen. Und der Menschensohn macht alles vollkommen neu. Siehst du, ich halte meine Versprechen. Jetzt kann dein Ego wieder sagen, ja, wenn das doch wirklich der Menschensohn ist, wieso ist denn dann das nicht in der Zeitung gestanden? Du willst schon wieder andere, es reicht doch, wenn du es weißt. Oder Meda? Es reicht doch. Mittelpunkt, Meda, sie, hier,
Peter, du bist ja gar nicht schuld. Sie ist schuld, sie ist Meda, sie ist der Mittelpunkt. Das ist also hier kleinig, die, ihr werdet irgendwann nochmal begreifen, das Wertesystem, habe ich gesagt, mit der geistigen Pubertät wechselt, dass alles, was für euch richtig war, plötzlich Hirnschiss wird und alles, was ihr gemeint habt, das ist religiöses Geschwätz, knallharte Beschreibung der wirklichen Wirklichkeit ist. Auch auf der Hintergrundebene arithmetisch. So, jetzt der, der hier sagt, man kann alles messen, zum Beispiel hier die Lichtgeschwindigkeit, kann man doch messen. Die DNS, die noch nie, die unvorstellbar klein ist. Meine schöne Geschichte, wer hat es eigentlich gemessen? Wie willst du etwas messen, was noch nie ein Mensch gesehen hat? Wieso? Ich kann doch Licht sehen. Es ist logisch, aber nicht geistreich. Zeig mir Licht. Pass auf, immer wieder dasselbe, ihr müsst es wiederholen. Du konstruierst eine Wirklichkeit, wie ein Computerprogrammer dreidimensionales Videospiel konstruiert. Und wenn ich jetzt hier die Hand hinhalte, was siehst du jetzt? Du siehst diese Hand, die du dir ausdenkst, und du siehst einen Schatten. Okay? Das siehst du. Was jetzt das Problem ist, zeig mir das Licht. Jeder Mensch, es ist so selbstverständlich, dass man Licht sieht. Licht ist Geist, Licht ist Energie. Ich habe gesagt, was ausgedacht ist, das Rot, und mache ich Rot-Blau. Ist so wichtig. Holofeeling ist, ich musste ein komplett neues Darstellungssystem bringen, dass man das zusammenfasst. Jetzt ist natürlich klar, dass du das ganz klar, all die Sachen tausendmal erzählt, du hast jetzt ein logisches Konstrukt, alles, was deine Logik jetzt erschafft, das Licht, das den Schatten projiziert. Jetzt stell dir mal vor, dass du das, was du jetzt siehst, ist in einer Cyberspace-Brille, wird computergeneriert. Ich sage nochmal, eine Landschaft, wo Sonne scheint, da steht der Udo und der wirft einen Schatten. Schon, die Lampe ist kein Licht, aber das Licht siehst du sowieso nicht. Mein altes Beispiel, wenn ich jetzt so einen Laserpointer nehme, und ich würde jetzt da, kennt ihr ja so vom Hörensong zumindest, und ich würde da drauf drücken, dann habe ich hier einen roten Punkt. Tagsüber im normalen Licht, siehst du, wenn ich einen Laserpunkt habe, Laserstrahl, pst, Punkt, roter Punkt. Zeig mir das Licht. Das wirst du nicht sehen, dann sagt der Physiker, Moment, Rauch. Rauch, Experimente, roter Strahl. Ich sehe doch das Licht. Ich sage, nee, du siehst kein Licht und wenn du einen Rauch reinbläst, dann hast du Rauchpartikel, die du siehst. Das sind weiße Rauchpartikel, denken wir uns jetzt einmal aus. Und sobald du auf den Laser drückst, wirst du feststellen, dass die Rauchpartikel, die du dir jetzt ausdenkst, wie ein feiner Faden, die sind alle weiß und plötzlich sind hier wie in einem Faden welche rot. Stimmt oder stimmt? Deine Logik sagt wieder so, wie du sagst, der Schatten ist jetzt deshalb da. Es ist jetzt übrigens ein Riesenunterschied, ob du jetzt glaubst, du sitzt im Blindfeld oder vor deinem Monitor sitzt. Wenn du jetzt vor deinem Monitor sitzt, dann hast du eine Fläche von kleinen Lämpchen, die flackern. Und da ist auch kein Licht. Das ist ein Konstrukt, ein logisches Konstrukt. In jedem Videospiel werden die Schatten programmiert. Du kannst bei älteren Videospielen, wo die Rechner noch nicht so groß waren, und der Spielablauf war holprig, konntest du hier in der Videoeinstellung die Schattenberechnungen ausschalten, dass diese Rechenkapazität benutzt wird für den Spielablauf. Er nickt, er ist Programmierer. Wäre mir ein leichtes, die Schatten aus deiner Welt zu verbannen. Aber da fällen dann unheimlich Kontraste, wenn du sagst, der Schatten macht doch nicht viel Arbeit. Die Schwierigkeit ist jetzt nicht so ein direkter Schattenwurf, sondern du wirst feststellen, bei Videospielen, sage ich jetzt zu Ihnen, dass wenn du in einen Baum reinschaust, und du machst diese Schatteneinstellung weg, wird er extrem unnatürlich unplastisch. Was die Rechenarbeit ist, dass innerhalb des dreidimensional konstruierten Komplexes, das den Baum aufbaut, ihn dann, die Schatten in den Blättern selber, das unheimlich lebendig macht. Und das ist eine extreme Rechenaufwand, wo die Energie verloren geht ohne Ende. Aber das wären jetzt alles Detailwissen. Wir sind ja noch Kindergartensprache. Hier die weißen Rauchpartikel, was noch schön ist, ihr habt noch niemals in eurem Leben Wind gesehen. Wind kann man genauso wenig sehen wie Licht. Hebräisches Wort Wind ist Ruach, heißt auch Geist. Übrigens auch die vier Himmelsrichtungen. Wenn du jetzt rausschaust und da bewegen sich Blätter, dann siehst du in deinem Kopf ausgedachte Blätter, die sich bewegen und du sagst, es ist logisch, da bläst, da geht der Wind. So wie du sagst, der Schatten ist logisch, da ist Licht da. Aber du siehst weder den Wind, noch siehst du das Licht. Und wenn ich dich jetzt anblase, dann spürst du was, ist ja klar, die Luft.
Was natürlich ganz interessant ist, wir Physiker wissen ja, was Luft ist. Heiko? Ja. Was ist Luft? Luft. Weiß ich nicht. Kennt doch, was doch jedes Kind. Tut mir leid. Ha? Tut mir leid. Die Luft, die du zum Atmen brauchst. Die Luft, die du zum Atmen brauchst. Machst aus dem FAP und dann kriegst du das Licht des UP, der in dir in Erscheinung tritt. Das ist die Luft. Chaos. Das griechische Wort Chaos heißt in Wirklichkeit unterschiedlich. Zuerst einmal eine klaffende Leere. Ich betone, der Affe. Klaffende Leere, eine klaffende Leere. Aber eigentlich im Altgriechischen heißt es ein Luftraum. Das ist das Licht des UPs, erzeugt die Erscheinungen eines T, eines Erscheinenden, eines gespiegelten Raums. Das ist der Luftraum. Das war am Anfang, noch bevor alles war, war das Chaos, das Tohu Wabohu. Glaubt mir, ich bin wirklich der, der ich zu sein behaupte. Ich ist jetzt nicht die Figur in einem Traum, sondern ich bin der, der dir das jetzt denken lässt. So wenig wie du der Affe bist, den du dir jetzt ausdenkst, wo du gesagt hast, das bin ich. Leute, ich verwandle euch zurzeit, ob ihr wollt oder nicht. Und bist du nicht willig, so brauche ich Gewalt. Aber das Schöne ist, es passiert von alleine. Nochmal, ich bin Liebe. Jetzt so, oh, was muss ich machen? Gar nichts da sein. Versuch dich doch einmal wegzumachen. Versuch dich wegzumachen, es wird dir nicht gelingen. Ich sage es immer wieder, wenn dir mir wirklich vertraut, wenn du wirklich jetzt das auf deinem Programm hättest, du kannst jetzt irgendwo auf eine Autobahnbrücke gehen und runterspringen. Und ich sage dir genau, was passiert. Du wirst schweißgebadet in einem Bett hochschrecken und wirst dir denken, scheiße, habe ich einen Scheiß geträumt. Unser Jackal, lass dir die Geschichte erzählen von seinem Motorradunfall. Jetzt, wieso treibt es denn so, wenn er sagt, mit Udo, es geht mir nicht aus dem Kopf hier. Weil er genau diesen Cut kennt. Und ich sage dir jetzt, es gibt eine Welt, wo er Todganger ist. Das sind unendlich viele Möglichkeiten wie in einem Videospiel. Übrigens, genau aus dem Grund sind die Videospiele in einem Traum aufgetaucht. Du hast jetzt die geistige Reife, dass du diese symbolische Metapher der Computertechnik benutzt, um auf dich zurückzuschließen. Die Schwierigkeit des materialistischen Weltbildes ist, dass der Materialismus dreht die Urkausalität auf den Kopf. Ich wiederhole, alles, was deine momentane Logik als richtig ansieht, ist aus der geistigen Welt aus gesehen verkehrt. Und alles, was deine Logik als verkehrt ansieht, ist aus der geistigen Welt her gesehen richtig. Es geht jetzt nicht darum, dass du dich für eine der beiden Seiten entscheidest, sondern dass du dich erhebst und dir bewusst machst, dass beide Seiten richtig und verkehrt gleichzeitig sind. Nochmal, zum letzten Mal. Du denkst dir jetzt eine Erdkugel aus. Puck. Diese Erdkugel wird von einem Scheinwerfer angestrahlt. Sobald der Scheinwerfer angeht, siehst du die Erdkugel. Der Scheinwerfer symbolisiert die Synthese von These und Antithese. Das heißt, wir brauchen eine Synthese und in dem Moment entsteht These und Antithese. Das nennen wir jetzt einmal hell und dunkel. Das heißt, die Seite, die dem Scheinwerfer zugewandt ist, ist hell und die andere Seite ist dunkel. Jetzt denkst du dir, dass diese Erdkugel an den Faden sich um die Achse dreht. Da ist der Scheinwerfer. Was verändert sich an hell und dunkel? Es ist die eine Seite hell und die andere Seite dunkel. Stimmt oder stimmt? Keine Veränderung, beides gleichzeitig. Das eine gibt es nicht ohne das andere. Jetzt denkst du dir, dass sich auf dieser Erdkugel ein paar Äffchen befinden. Und jetzt denkst du dir, wie empfinden die das? Diese Äffchen, das auf der hellen Seite ist, wird mit seiner einprogrammierten Logik sagen, es war vorher finster. Schau mal, was wir sehen, was wir sehen. Wir, der Geist, der sich das ausdenkt. Was redet denn der für einen Scheiß? Es ist doch immer hell. Es war vorher hell oder vorher dunkel. Und wenn es auf der dunklen Seite ist, sagt es war vorher hell, es wird wieder hell. Von uns aus gesehen stellt sich die Frage nicht, ob es hell oder dunkel ist, weil wir das hier wissen. Das ist erst einmal die Erkenntnis, dass immer alles, was ist hier und jetzt. Und wir können uns jetzt etwas in der Vergangenheit denken, das in der Vergangenheit entsteht. Das ist das Ich, das du zu sein geglaubt hast, das irgendwann einmal hier und jetzt vor so und so viele Jahre, sind nur Gedanken. Was du hörst, sind jetzt Worte und die Worte erzeugen hier und jetzt verschiedene Bilder. Das ich wurde in der Vergangenheit geboren und in der Zukunft werde ich sterben. So ist stimmt. Ich meine das vollkommen ernst. Du wirst das letztendlich durchrastern, was du glaubst.
Das Sterben bezieht sich aber definitiv auf den, der du zu sein glaubst, aber nicht auf den, der mir jetzt zuhört. Dir kann ich nicht drohen. Müsste ich mir ja selber drohen, ich bin doch du. Ich kann doch, und jetzt, wir reden ja jetzt was, wie war das? Ich versuche dir was zu erklären, als Figur in deinem Traum. Das, was ich dir erkläre, wird durch jedes Wort, das ich ausspreche, zerstört. Das ist dieses absolute Nichtsein. Nur das, was nicht denkbar ist, kann ewig sein. Alles, was du denkst, ist eine Gedankenwelle. Nur das, was ewig ist, muss immer im Meer sein. Das ist Gott, ist El Hayom. Und alles, was denkbar ist, ist immer nur in dem Moment, wo du es denkst. Wie war das in den letzten Gesprächen? Letztes meine ich jetzt, das sind Dateien, die wir hochholen, die immer da sind. Die sind von Anbeginn der Zeit, die niemals in der Vergangenheit begonnen hat. Sein, das rote Sein, ist eine Hintergrunddatei. Und alles, was existiert, ist das, was du momentan als Gedankenwelle siehst. Und wenn du nochmal, wenn du ein Buch liest, wenn der Roman spannend ist, wirst du die meiste Zeit weder an dich selbst noch an das Buch denken und dann sitzt keiner da, der umblättert, sondern irgendwann reißt es dich wieder in diese normale Ebene und du bist auf Seite 100 und wenn du jetzt dir Gedanken machst, sagt deine Logik, ich habe 50 Mal umgeblättert. Würdest du das jetzt beschwören? Schwörst du an Meinheit, weil du ein logisches Konstrukt beschwörst? Du beschwörst etwas, was dir logisch erscheint? Machen wir ein Beispiel, ich lasse ein Planetarium laufen und wir lassen hier auf dem Bildschirm einfach einen Sternenhimmel rüberlaufen. Und wenn du jetzt beschwörst, dass diese Sterne von da nach da laufen sollen, das sind erst einmal gar keine Sterne da, sondern Punkte, leuchtende Punkte. Und die Illusion, dass der Punkt von da nach da läuft, der Punkt, wenn hier leuchtet, wenn wir hier mit einer Lupe hingehen, ihr könnt es gern probieren, es sind winzig kleine, im Monitor winzig kleine Lämpchen. Und wenn du hier einen Stern leuchten siehst, wo du sagst, das ist ein Stern, der darüber leuchtet, die Lampe, die da leuchtet, die läuft nicht darüber. Jetzt frage ich dich, hörst du jetzt dem ersten zu oder dem zweiten? Mach dir das bewusst. Es ist extrem erschüttert, wenn ich dir nochmal immer wieder wiederhole, alles, was ich dir erkläre, der erste, kann jeder 13-Jährige sich bewusst machen. Alles, was der zweite erklärt, hast du noch nie gesehen und du kannst es nicht einmal überprüfen, wenn du wolltest, in Bezug auf die Sterne da oben. Ein Einstein so hoch gelobt als einer der gescheitersten Menschen der Welt. Ja gut, wenn du in der Schule das gelernt hast, ich sag dir, wenn man dir erzählt hätte, Einstein ist ein Bäckermeister, der einen Striezel erfunden hat, würdest du bei dem Wort Einstein an einen Bäckermeister denken. Weil Worte in dir Vorstellungen auslösen. Und zwar die Vorstellungen, die dein Programm hergibt. Und das konntest du dir nicht raussuchen, das ist dein Schwamminhalt. Wir wollen da nichts verändern, wir wollen zu verstehen anfangen, Bewusstsein. Wenn ich immer wieder, ich habe übrigens für dich hergelegt, Dimensionsspiel über Riemann, die 9. Dimension. Vielleicht, wenn wir dran denken, ein Spiel, dann hörst du dann immer wieder, dass der Riemann endlich einmal hier, nicht nur hier Euklid wird dann analysiert. Und da geht es immer um den mathematischen Beweis. Das heißt, wir sind ja keine Traumtänzer wie die religiösen Menschen, sondern wir Wissenschaftler liefern euch einen mathematischen Beweis. Man kann ja alles messen. Der Idiot, den wir uns jetzt ausdenken, sind alles Idioten. Der wird zuerst einmal hier, man kann ja alles heutzutage messen, die dunklen Energien, die hellen Energien. Es wird immer so sein, wie du glaubst, dass es ist, wenn du dir mal Gedanken darüber machst, wie messe ich Lichtgeschwindigkeit. Oder mein schönes Beispiel, die Definition eines Meters. Der Meter, der Urmeter in Paris, der Taglicht, das ist natürlich viel zu ungenau. Also mittlerweile macht es die Physik ganz anders. Anhand von einer Strahlung von Kryptonit 86, 86 ist UB, Kryptonit ist der Heimatplanet von S.U. Perlmann. Das sind natürlich alles Zufälle, sind nur Zufälle. Zu mir hat einmal einer gesagt, selbst wenn das Zufälle wäre, du müsstest 100 Nobelpreise kriegen, bloß für das, dass du dir das ausdenkst. Habe ich alles selbst gemacht. Also pass auf, definiert man den Meter, ein Meter ist das so und so viel Millionstelfache, wir können uns ganz kurz einmal herholen. Habe ich nicht schon mal. Schauen wir, ob ich es dort drauf habe, in Kurzform. Nee. Puff.
Massa. Erste Generalkonferenz für Maß und Gewichte bis 83 gültige Wellenlängendefinition des Meter verabschiedet. Der Meter wurde als das 1.650.763,73-fache der Wellenlänge des von 86 Kryptonit. Kr ist Kor, heißt das Lamm. Und das Lamm taucht in der Welt des Johannes auf, in der Johannesenthüllung, in der Johannesapokalypse, und Johannes will sich niederknien und das Lamm anbeten. Wie war das im Thomas-Evangelium, wenn jemand in deiner Welt auftaucht und er behauptet felsenfest, du wurdest nicht von deiner Mutter geboren, knie dich nieder, das ist dein Vater. Ich sage zu dir, deine Mutter stammt von dir ab. Logos? Zwischen ZW ist ein interessantes Wort, ich habe es mal jetzt Vordersprache. ZW heißt die Geburt von etwas doppelt aufgespannt, ich heißt Gestaltwerdung. Das, was ich euch sage, alles, was ich jetzt sage, kannst du sofort, ich behaupte mal 80% jetzt der Programme, die hier sind, der Menschen, die haben das schon drauf, in Ansätzen. Und wenn es einen nicht drauf hat, wie der Heiko, der bröselt dann vor sich hin, aber der hat die Aufgabe nicht, der hat es einfach aufzunehmen und zu schneiden. Jeder hat sein Tierchen, ich verlange von meinem Auge nicht, dass es zum Hören anfängt. Jeder hat was, steht übrigens auch alles in der Bibel. Den Zuständen 5DD brauchen wir jetzt, schaut doch mal eine Öffnung von 5 und 5. Okay? Oben sind 2 und unten ist Gott, in der Mitte ist das Wissen. So, wenn man liest, du kannst komplett, wenn du die Grundlage von Holofeeling hast, siehst du dieselben Worte, wie war das? Du kriegst Worte, du machst aus den Worten Vorstellungen. In Maßsetzung deiner Logik. Was passiert jetzt, wenn ich in der Lage bin, aus denselben Worten andere Vorstellungen zu machen? Und jetzt die Vorstellungen kann ich auch noch verwirklichen oder nicht verwirklichen. Das ist der Weg, wo ich dich hinführe. Es geht nur, dass du es erahnst. Du Geist, dass du das erahnst, wo ich dich hinführe. Das darf niemals ein Größenwahn sein in Bezug auf das Tierchen, das du zu sein glaubst. Ich sage immer wieder, das Wissen werde ich erst dann freischalten, wenn du überhaupt keinen Hauch mehr dran denkst, dich über andere zu erheben. Habt ihr den Eindruck, wenn ihr mit Nudo zusammen seid, dass der sich über euch erhebt? Der Johannes will sich niederknien und das Lamm anbeten, wie er begreift, wer das ist. Und er sagt, spinnst du, Redo? Wir sind doch bloß zwei Brösel. Oder was Kleffer, immer wieder, wir sind Brösel von was viel was Größern. Und der Frangi, der wehrt sich dann und dann sagt, ich bin kein Brösel, ich bin ein Krümel. Clever. Okay, jetzt pass auf, das ist Wissenschaft, das lernt jeder auswendig. Unsere Professoren sind ja so gescheit. Aber jetzt schauen wir uns das einmal an. Der Meter wurde als das so und so Fache der Wellenlänge irgendeines Lichtstrahls. Ich habe euch gerade erklärt, Licht hat noch nie einer gesehen, zeig mir Licht. Wie willst du diese Größenordnung? Im praktischen Leben sagt man, du kannst maximal, egal in welchen Größenordnungsbereichen du bist, 3 Stellen nach dem Komma wahrnehmen. Das heißt, in der Größenordnung Meter ist es so, dass ich einen Zentimeter, einen Millimeter noch wahrnehmen kann. Jetzt, wenn ich die Maßeinheit Millimeter nehme, dann kann ich in dem Millimeter noch ein Zehntel Millimeter, dann verschwimmt es, weil dann wird es wirklich vage. Der Wellenlänge, wie will ich die Wellenlänge von etwas messen, das du nicht sehen kannst. Das wird natürlich der Wissenschaftler, wird dir das genau erklären, wie das ist. Was er nicht begreift, ist, dass er schon wieder Vorstellungen generiert, die empirisch überhaupt nicht überprüfbar sind. In den Teilchenbeschleunigern, die Atome, die Quarks. Aber jetzt pass auf, wenn du es nicht kennst, ich bin jetzt einmal so tolerant, dass ich sage, du könntest Licht sehen und du könntest die Wellenlänge von Licht sehen. Dann haben wir das nächste Problem, das sind die klassische Wellenlänge Licht im Nanometerbereich, wie unsere DNA, das sind Millionstel Millimeter. Die Wissenschaftler sind genial. Was das Problem ist, ich gehe jetzt gar so weit, dass ich sage, du wärst in der Lage, Millionstel Millimeter wahrzunehmen. Was die haben, die sitzen an einem Computer und haben eine Spektralanalyse. Das, was ihr seht, ist ein Monitor mit flackernden Lämpchen. Das ist das, was da ist. Das ist der erste Schritt, dass du dir bewusst machen musst, was ist jetzt real in meinem Gesichtsfeld wirklich da. Und alles, was du auf dem Monitor siehst, die ganze astronomische Forschung, das siehst du nicht. Wenn wir jetzt rausgehen, zeige ich mir den Mond und den Mars und den Jupiter. Jetzt gehen wir davon aus, dass es finster ist. Jeder Wissenschaftler erklärt dir sogar logisch, wieso du das jetzt nicht siehst. Und wenn das logisch erklärbar ist, ist das in Ordnung, das hat aber nichts mit Bewiesen zu tun. Das sind logische Konstrukte, die nur der denken kann,
der dieses Wissen hat, bevor er es denkt. Okay? Jetzt pass auf. Wir sagen jetzt, du könntest sogar die Millionstel Millimeter, diese Nanometer sehen. Jetzt kommt der eigentliche Witz, die Bohrende. Sie definieren die Größe eines Meters mit einer Größe von Nanometer. Pass auf, definier mir einen Meter. Ich bin ein Außerirdischer, was versteht ihr unter einem Meter? Und du sagst, es sind 2x50 Zentimeter. Lasst euch das auf der Zunge zergehen. Ich will wissen, was verstehst du unter einem Meter? Das habe ich nur eine Vorstellung. Aber das ist ja viel zu ungenau. Weil er sagt, das ist so und er sagt, das ist so. Also definiere ich das wissenschaftlich mit dem ganzen Hickmack. Und was die jetzt machen, die definieren genau, wie groß ein Meter ist, anhand was niemals sichtbar ist, aber letztendlich eine Untereinheit von dem Meter ist, den sie mit der Untereinheit definieren. Das ist ein Fehler in einem Führerscheinprüfungsbogen für Fortgeschrittene. Wenn ihr wüsstet, wie viele Physiker schon bei mir waren, Knut. Knudi hat einmal eine Zeit lang Sonnenkollektoren verkauft. Dann habe ich gesagt, es ist unmöglich, dass du Strom einspeist mit Sonnenkollektoren. Das ist ein logisches Konstrukt. Dann hat er irgendeinen Techniker mal dabei gehabt, weil er dann erzählt hat, natürlich, wenn du Ingenieur bist, ist ja alles unheimlich logisch. Der ist sehr klein geworden, sehr schnell. Ich sage, lass uns das vom Fakten unterhalten. Wie kann man eigentlich Neutronen, wir haben immer noch die Heiko, die diese nicht umarmen. Ich gucke auf den Monitor. Ja, ist doch gut. Siehst du, das ist diese, Heiko, freigesprochen. Was ich euch jetzt sagen würde, ich gucke auf den Monitor, weil das ja viel wichtiger ist wie die Wirklichkeit. Nein, du überprüfst, ein Programm läuft ab. Was jetzt hier mir wichtig ist, unsere Frage war doch, ich habe dich gefragt, was ist Luft? Ein Gedanke. Richtig. Aus was setzt sich dieser Gedanke zusammen? Ihr werdet doch wohl nicht glauben, dass der Dösbattel da von selbst draufgekommen wäre, wenn ich es ihm jetzt nicht einfallen lassen hätte. Es muss dir alles einfallen. Er hat keinen Einfluss drauf. Aber was dieser Gedanke, den du dir jetzt ausdenkst mit normaler Schulbildung, jetzt müssen wir sich natürlich zurückerinnern. Wir sind ja angeblich gut erzogen und dann fragst du jetzt einfach einen gebildeten Abiturienten, was Luft ist und dann weiß man ganz einfach, in jedem Chemiebuch steht drin, Luft ist ein Gasgemisch bestehend aus 78% Stickstoff, 21% Sauerstoff und 1% Neonedelgase. Diese Gase, Stickstoff, Sauerstoff, übrigens auch Helium, das ist, wenn man Mickey-Maus-Stimme macht. Kennt ihr? Kann man einatmen, Tiefseetaucher, weiß ich, habe ich gelesen aus das Buch heraus, atmen ein riesen Helium-Gemisch mit ein, auch mit einer Begründung. Diese Gase, also Luft, Sauerstoff, Stickstoff, auch Helium, Wasserstoff, sind vollkommen unsichtbare, vollkommen geruchslose, vollkommen geschmacklose und vollkommen ungiftige Gase. Jetzt gehen wir in der Zeit zurück. Wir denken uns jetzt eine Zeit, wo es uns noch nicht gegeben hat, wo es die Wissenschaftler noch nicht gegeben hat. Wie will man das eigentlich entdecken? Jetzt frage ich dich, wie entdecke ich etwas, was überhaupt nicht wahrnehmbar ist in irgendeiner Art oder Weise? Was natürlich noch viel interessanter ist, wenn wir jetzt in die Quantenmechanik gehen, die Quarks, die Elektronen, Wasserstoff, ein Proton und ein Elektron, Deuterium, Wasserstoff, Isotop 2, zwei Neutronen, ein Proton, ein Elektron, Tritium, Wasserstoff. Ich kann immer wieder sagen, egal, bring mir einen Chemiker, ich lasse ihn die Luft los. Bring mir einen Physiker, ich greife auf ein Wissen zurück, was euch vollkommen unvorstellbar ist, als normale Menschen. Aber letztendlich weiß ich als Brüssel-Uder das jetzt nur, weil du mich so ausdenkst. Dem, den ich das jetzt erzähle. Weil du vollkommen selbstvergessen bist. Jetzt pass auf, jetzt habe ich lange überlegt, wie ich euch erkläre, wie ist es eigentlich bei den Nobelpreisträgern, wenn die Neutronen entdecken oder das Higgs-Teilchen. Das war ja zuerst ein Postulat. Pass auf, du lernst an der Universität Formeln. Ich tue jetzt keine hin, ich könnte es machen, ihr kennt, wie das aussieht. Das sind zuerst einmal Axiome. Ein Axiom ist eine Grundannahme, die als Allgemeingültigkeit betrachtet wird, die aber in keinster Weise bewiesen werden kann.
Ich sage mal, aber der gesunde Menschenverstand sagt dir, dass das gar nicht anders sein kann. Ein Axiom ist zum Beispiel, ich bin ein Trockennaserve, gehört zur Gattung der Säugetiere, ich wurde in der Vergangenheit von meiner Mutter geboren, werde in der Zukunft sterben. Und wenn es meinen Körper nicht gibt, wenn er vorzeitig vernichtet wird, gibt es mich nicht mehr. Das ist ein Axiom. 99,99999% dessen, was die Naturwissenschaft, die Zweiten euch erzählen, baut nur auf Axiomen auf Grundannahmen, die du bei genauer Betrachtung, die lösen sich in Luft auf. Wenn du jetzt Physik studierst, wie ein Stephen Hawking, den wir uns ausdenken, zu dem Zeitpunkt hat es noch keinen Urknall gegeben, da hat man davon ausgegangen, dass das Universum unendlich ist. Aufbauend auf Einstein, Einstein-Formel hochinteressant, wie gesagt, das erspare ich euch. Wir wollen eventuell morgen etwas Kernenergie machen, aber glaubt mir, es ist sehr spaßig, überraschend und voller Wunder, wenn man so lesen kann. Dass ich mir jetzt Gedanken gemacht habe, wie sage ich es meinem Kind? Ich arbeite ja für euch mit Vereinfachungen von Vereinfachungen von Vereinfachungen. Für die etwas Belesneren in Bezug auf Ohrenbohrungen verweise ich auf mein Ameisenbeispiel. Die es nicht wissen, ganz kurz, wenn du dich jetzt als Mensch ausnimmst, wir nehmen einen Andreas, und wir vergleichen jetzt den ausgedachten Andreas mit einer Ameise. Rein auf die Physiologie, auf die Körpergröße, auf die Masse gehen wir mal davon aus, dass der Andreas die Ameise um das zigtausendfache überragt. Okay? Jetzt, was den Intellekt anbelangt, können wir vom selben ausgehen, ohne vermessen zu sein. Wir gehen mal davon aus, dass das Wissen in dem Andreas, in dem normalen Menschen, du kannst es auch ich nennen, ich kann jetzt sagen, dass ich als Mensch rein, was ich über die Welt alles weiß, zumindest das, was ich mir ausdenke, auch um das zigtausendfache das Wissen einer Ameise überrage. Aber jetzt kommt das große Problem und jetzt, das ist das Problem von dem Udo, den ihr euch jetzt ausdenkt. In dem Moment, wo ich das Überwesen von einer Ameisenwelt aus gesehen, das ist eine Unterwelt von dir aus gesehen, ich verkleinere mich jetzt so sehr, dass ich in das Ameisen, in den Ameisenbau reingehe als Ameise, was nützt mir jetzt mein Wissen? Du wirst feststellen, eigentlich, obwohl ich so unendlich gescheit bin, bin ich in dem Ameisenbau der Dümmste, weil diese Ameisenwelt nach Regeln arbeiten, die ich mir zwar irgendwann einmal aneignen kann, aber die für mich gar nicht mehr präsent sind. Kannst du dir vorstellen? Das ist genau die Schwierigkeit, wenn ich sage, ich muss vereinfachen und vereinfachen und vereinfachen, dass ich mit euch überhaupt kommunizieren kann. Der Hochleistungsrechner, Super Windows, muss ich so runterschrauben, wenn ich mit Basic kommunizieren will, kann ich nur Basic sprechen. Dürft ihr einleuchten? Mir geht es immer nur um die Bewusstwerdung. Und es passiert, darum erwähne ich, setze euch nicht unter Druck. Wenn ich immer sage, du wirst sterben, das bezieht sich auf das, was du zu sein glaubst. Das, was du bist, ist unsterblich, du bist ich. Und ich sage immer wieder, glaub mir, ich weiß, wovon ich spreche. Das geht jetzt nicht um diese Figuren, die Pixeln. Es ist einfach Bewusstwerdung, was ist. Denk an den Ersten. Lass uns nur noch das glauben, was wir hier und jetzt überprüfen können und auf das andere Zeug sind wir neugierig. Und dann kommt diese Lächerlichkeit dieser ganzen Figuren, die sich ja nicht raussuchen können, dass wir die uns so ausdenken. Und dann musst du die Rollen sind spaßig, weil ich gerade meinen Heiner anschaue. Der Schlumpf Heiner. Unsere Geschichten in der Vergangenheit. Ist doch alles geiles Zeug. Sicherheitsbedürfnis, all das Ganze, Ängste, wo in dir hochtauchen. Was meinst du, wie das Leben wird, wenn du keine Angst mehr hast vor der Zukunft? Weil du einfach nur begreifst, Zukunft ist ein Gedanke, den ich jetzt denke. Wenn du keine Angst mehr hast, dass sich was auflöst, weil du weißt, alles, was ich mir ausdenke, löst sich schon in dem Moment auf, wenn ich es mir nochmal ausdenke. Und der Gedanke, ich wurde in der Vergangenheit geboren, ist ein Gedanke, den ich jetzt denke. Und ich wurde in der Zukunft, werde ich sterben, ist auch ein Gedanke, den ich jetzt denke. Und das, was ich mir auseinanderdenke, kann nur hier sein. Okay, du denkst jetzt einmal den Udo aus und ich denke mir Welt um mich herum aus. Ein Gedanke, den du denkst, der ist nur, wenn du ihn denkst. Das heißt, jeder Mensch, den du dir jetzt ausdenkst, der ist immer nur dann, wenn du ihn denkst. Die Menschheit gibt es nur, wenn du sie denkst. Ich behaupte das als Erster, was behauptet der Zweite? Der Zweite behauptet, die Menschheit ist auch dann da außen, wenn du nicht dran denkst, die war schon bevor es sich gegeben hat. Und wir müssen dran arbeiten, dass die Menschheit überleben kann. Zitat Stephen Hawking, ich habe sofort da, innerhalb von einer Sekunde führe ich es hier hin, wenn du es haben willst. Wetten? Muss ich nicht einmal suchen.
Bloß Klick machen. Da taucht es in dir auf. Ich sage, die Menschheit, die du dir jetzt ausdenkst, dann was denkst du zuerst einmal bei dem Wort Menschheit? 7 Milliarden Trockennasen auf einer Erdkugel, die sich um die Sonne rumdreht. Jeder, der dir das erzählt, erzählt dir etwas, was er nicht gesehen hat, was du nicht gesehen hast und was du nicht einmal überprüfen könntest, wenn du wolltest. Wer hat die eigentlich gezählt, die 7 Milliarden? Ja, wer hat eigentlich das gesehen, dass die Erde eine Kugel ist, die sich um die Sonne rumdreht? Das habe ich aus das Buch heraus. Mein Professor in der Schule hat mir dir das erzählt. Hat dein Lehrer das gesehen? Schattenfrau lesen. Ja, aber die Astronauten haben es doch gesehen. Was ist jetzt ein Astronaut? Ich sage jetzt erst einmal, Astronaut ist jetzt ein Wort. Jetzt stell dir mal vor, du wärst ein Chinese. Du würdest nur Mandarin sprechen. Was würdest du jetzt anfangen, wenn ich dir das Geräusch Astronaut entgegenschmeiße? Ungefähr genauso viel, wenn jetzt ein Chinese zu dir Chua sagt. Das heißt übrigens Waschbecken. Mandarin. Da kommt kein Waschbecken, kann Datei nicht lesen, kann Datei nicht lesen. Stimmt oder stimmt? Gut. Zu einem Pforten verloren. Such ihn. Pause. Halt, eine Sekunde noch, bevor der geht. Weil ich rede nicht viel. Moment. Wir wollen, dass wir das wirklich so einen schönen Abschluss bringen. Wir hatten doch noch den hier. Den hier. Die ganzen technischen Netze und was da alles so ständig dazukommt, werden einfach immer stärker. Ja. Ja, die Menschen. Das ist das, die Esoterik, breit mit Doktortiteln, das kann man sogar wissenschaftlich beweisen. Und dann gehen wir auf seine Internetseite, vor Strahlung schützen, okay, aber lass mal ganz, ganz kurz einmal, wir machen Produkte für unterwegs, gehen wir mal uns kräftig oder was Kleines. Hey, Heiner, die Mini-Deos, die Deos in Almena, kannst du dich noch erinnern? Die Deos muss man aber freischalten. Jetzt pass auf, für zu Hause und für Büro, wir geben es uns einmal richtig Technik für die Profis, machen wir Business, und wir machen mal für zu Hause den kleineren für Home. Was verkauft ihr eigentlich, was man alles messen kann? Diese Dinger, unsere Produkte können Ihnen dabei helfen, Ihr Wohlfühl- und Regenerationssource in den eigenen vier Wänden zu erschaffen. IQ im Überblick. Erzeugung von Lebensenergie, jetzt schon wieder Energie, die wir uns ausdenken, Energisierung von Wasser. Moment, die machen wir weg, da ist mehr zur technischen Störung. Und jetzt brauche ich ganz, ganz kurz das Produkt. Mehr Details. Das ist der kleine, der kostet bloß 2380 Euro. Jetzt können wir in die Pause gehen. Ist alles, kann man beweisen, kann man alles messen. Ha? Der große kostet übrigens fast 7.000 Euro für das Büro.